Unser Ziel ist nach 8 Minuten Fahrzeit da sein. Und wenn man einen medizinischen Notfall hat, nach höchstens 6 Minuten Fahrzeit. Die Feuerwehr kommt dann, wenn der Bürger einfach nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Meine Motivation ist, den Menschen zu helfen. Geschwindigkeit ist bei uns wichtig, weil bei uns jede Sekunde zählt. Dann arbeiten wir Hand in Hand und dann läuft es einfach wahnsinnig gut. Beim medizinischen Notfall zählt jede Minute und da helfen neue Analyse-Tools. Wir nutzen dieses Tool, um zu wissen, wo sind die idealen Standorte der Feuerwehr in der Zukunft. Wir haben vor diesem Tool etwa 6 Monate gebraucht, um zu begreifen, ist dieser Standort der richtige für eine neue Feuerwache. Und jetzt brauchen wir 3 Minuten. Dieser Cloud-Dienst ermöglicht uns, dass wir unterschiedliche Datenquellen für uns in einer Anwendung nutzbar machen. Also ich glaube, ohne digitale Hilfsmittel geht es nicht mehr. Und zwar einfach, weil der Anspruch gestellt wird, ja viel dynamischer reagieren zu können auf sich ändernde Rahmenbedingungen. Zum Beispiel veränderte Infrastrukturbedingungen. So alle 3-4 Minuten rückt hier ein Auto aus, um 640.000 Menschen in unserer Stadt zu schützen. Das ist ein immenser Aufwand. Für den, der einen Notfall hat, ist Zeit der Lebensretter. Ich glaube, dass die Unterstützung durch Cloud-Services, durch digitale Dienste immer stärker wird. Und ich bin mal gespannt, was die Zukunft noch bringt.